Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nämlich darum, dass ich meinen Topcase wieder dran mache. Das soll jetzt keine Vorgehensweise sein, wie man jetzt einen Topcase dran montiert, das habe ich schon gemacht, aber das ist einfach nur so ein Just for Fun Video. Ich hatte meinen Topcase abgemacht, weil ich es persönlich halt nicht so cool, nicht so schön fand und ich wollte einfach mal sehen, wie mein Roller ohne Topcase aussieht und ja, er sieht besser aus, definitiv, aber ich habe gemerkt, dass es mir fehlt und deswegen montiere ich den jetzt auch wieder dran, zumal ich jetzt auch bald eine längere Tour mache, wo ich dann halt auch noch ein paar Sachen brauche. Den Platz brauche ich halt. Generell ist es so, wenn man halt länger fährt, vielleicht auch über ein paar Tage, dann braucht man halt Stauraum, ist einfach so. Dann habe ich erst natürlich mal wieder die Halteplatte dran gemacht. Ich glaube, das ist bei jedem Topcase gleich. Man hat so eine Rasterplatte mit so Verjüngung und an den Kanten wird sie dann quasi festgedrückt. Meistens sind es dann 4 Schrauben gekontert mit einer Mutter und also es ist keine hohe Mathematik oder sowas in der Art. Nachdem ich das dann halt mit den 4 Schrauben da zusammengeschraubt habe, habe ich noch die Abdeckung drauf gemacht. Wie gesagt, das ist hier keine hohe Kunst, ne? Das ist jetzt einfach nur so ein Just for Fun Video. Also ich nehme einfach nur meistens immer das auf, was ich am Moped mache und dann teile ich das einfach mit euch. Diese 2 Mini-Schrauben für die Abdeckung, die kann man sich theoretisch sparen. Ich tue sie aber trotzdem drauf. Ja, und nachdem meine Halteplatte montiert ist, tue ich natürlich mein Topcase drauf. Ist doch klar. Wie man ein Topcase auf eine Halteplatte macht, muss ich glaube ich nicht erklären. Da ist halt ein roter Knopf. Und den muss man drauf drücken und dann rastet das ein. Logischerweise kann man halt so ein Topcase nur auf eine Halteplatte montieren, wenn das Topcase geöffnet ist. Weil sonst könnte es ja im geschlossenen Zustand einfach jeder abnehmen und klauen. Noch eine kleine Anekdote. Als ich früher meine TPA 50 hatte mit dem Topcase, da ist mir das passiert, dass ich mein Topcase auf die Halteplatte nicht richtig drauf gedrückt habe. Also das ist so, dass es nicht richtig eingerastet ist. Und mein Topcase ist dann mitten auf der Hauptstraße runtergefallen auf einer ja, sehr belebten Straße. Ich konnte da nicht halten und mein Topcase wieder zurückholen, deswegen musste ich die Polizei anrufen und die Polizei hat mir dann mein Topcase zurückgebracht. Das war natürlich nicht meine Intention, dass ich die Polizei angerufen habe, dass ich mein Topcase zurückkriege. Ich habe die Polizei natürlich angerufen, damit da kein Unfall passiert, ist ja klar. Und deswegen checkt auf jeden Fall, ob euer Topcase wirklich richtig eingerastet ist. Es ist noch eine andere Sache, die mir auch beim Kauf aufgefallen ist, also vom Kauf des Rollers. Mein Topcase-Deckel wird von so 2 Bändern gehalten, sodass die Scharniere nicht überlastet werden. Und diese Bänder, die sind irgendwie abgegangen, weil die Schraube irgendwie lose geworden ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach wirklich eine übergroße Schraube genommen, die sich dann in das Kunststoff reinfrisst. Ich habe jetzt keine passenden Schrauben. Ich muss das fertig machen, weil ich fahre jetzt bald auf eine längere Tour. Und ich nehme euch natürlich mit, ich sage euch aber noch nicht, ihr werdet es ja dann sehen. Auf jeden Fall habe ich dann einfach die Schrauben da reingedreht und ja, was soll ich sagen? Es hält wunderbar, ne? Es ist jetzt natürlich nicht so, wie es sein soll, aber es hält wunderbar und die Scharniere werden dadurch entlastet. Übrigens muss ich noch dazu sagen, dass ich diesen Honda Topcase viel cooler finde als meinen alten Givi Topcase, weil der Verschluss einfach viel ergonomischer ist. Also ich muss nur draufdrücken, zuschließen. Bei dem Givi musste ich immer 2 Hände benutzen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.